كذلك من الحقوق للزوج على المرأة ألا تمتنع عن فراشه في أي وقت كان، ولا تتحجج له بحجة، ولا تعتذر له بعذر. قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة وغيره: إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فأبت، تعالي أريده، فأبت فباتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. So, Dieter lacht. Viele hier im Publikum lachen auch, wenn es nicht so drastisch wäre und traurig wäre, wäre es schon wieder lustig. Heinz Buschkowski, für die Politik, ist das doch ein ganz, ganz schwieriger Fall? Ich meine, warum nicht? Für mich ist das ein ganz einfacher. Was würden Sie denn machen? Das Grundprinzip unserer Gesellschaft ist, die Würde eines jeden Menschen ist unantastbar. Okay, gilt ja auch für ihn. Wer bei uns propagiert, dass es Menschen niederer Qualität gibt, die nur dazu da sind, dass sich andere an ihnen und auf ihnen vergnügen dürfen. Das ist die einzige Aufgabe, die andere Menschen haben. Der verstößt fundamental gegen unser Lebensprinzip, gegen unsere Lebensart. Und da kann ich nur sagen, Flugkarte kaufen und guten Flug wünschen. Das ist nicht. Ja. Das gilt genauso für die Kameraden, die inzwischen anfangen, bei Demonstrationen auf unseren Straßen zu skandieren: Juden ins Gas. Ich habe das nicht für möglich gehalten, dass das in Deutschland wieder passiert. Ich auch nicht. Was vorher ja wieder passiert ist. Mhm. Ich denke, eine Gesellschaft muss Grenzen setzen, was geht und was nicht geht. Und wir können uns nicht zu Tode liberalisieren.